Unser Pirmin brennt für Stronghold. Doch in der jüngeren Vergangenheit hat die Reihe für ihn nur noch selten die richtige Balance zwischen Aufbausimulation und Echtzeitstrategie gemeistert, wie seinerzeit Stronghold Crusader. Eine ganz ähnlich holprige Erfolgsbilanz hat die Orcs Must Die-Reihe zu verzeichnen. Beide sind Marken mit dem gewissen Bekanntheitsgrad, aber einfach zu speziell, um auf dem Schirm der breiten Masse und damit in den Verkaufscharts zu landen. Ähnlich wie Stronghold 3 stieß auch Orcs Must Die Unchained nicht auf das Wohlwollen der Fans. Für Pirmin sind es trotz aller Aufs und Abs zwei seiner liebsten Spielereien für ihn Grund genug, eine Lanze für Orcs Must Die zu brechen, das nun wieder auf Spur gekommen ist. Über 1000 Spielstunden, langfristige Freundschaften und eine zwischenzeitliche Platzierung in der weltweiten Top 10 der PvP-Rangliste sprechen dafür, dass er sogar mit Orcs Must Die Unchained seinen Spaß hatte. Trotz seines Free-to-Play-Modells, geringen Spielerzahlen und dem MOBA-Ansatz, der alteingesessene Fans vergraulte. 3 Jahre später musste sich der aktuellste Teil, Orcs Must Die 3, ebenfalls Kritik gefallen lassen, wenn auch aus anderen Gründen. Die Stadia-Exklusivität schmeckte nur den wenigsten. Nun, da der Bann der Google-Exklusivität gebrochen ist, ist auch Pirmin wieder im Orcs Must Die-Fieber. Und wer hätte es gedacht? Der dem Namen nach dritte Teil verschreibt sich wieder ganz den Stärken seiner Wurzeln. Der neueste Teil zeichnet sich durch ein Spielprinzip aus, ganz wie man es aus den früheren Teilen kennt. Typisch für Tower Defense werden Fallen platziert, um den Gegnern den Weg zur eigenen Basis zu erschweren und nach Ork-Art zu zerhackstücken. Um mit der wachsenden Stärke der Wellen von Orks, Trollen und Co. mithalten zu können, ist es notwendig, das eigene Arsenal zu erweitern und an die Schwächen der Widersacher anzupassen. Dabei ist reichlich Spielraum für den eigenen Stil und Experimente. Wie immer gibt es eine kleine Kampagne rund um den Orden, der die Rift genannten Basen verteidigen muss. Die Geschichte wird gewohnt selbstironisch erzählt und knüpft 20 Jahre nach dem zweiten Teil an. Allerdings schlüpft ihr dieses Mal nicht in die Rolle von bekannten Charakteren wie Max, Gabby oder Cygnus, sondern in die der unbekannten Lehrlinge Egan und Kelsey. Sie sind allerdings mehr austauschbare Hüllen denn eigenständige Charaktere. Wo Max immer mit einem lockeren Spruch um die Ecke kam, bleiben Egan und Kelsey komplett blass. An dieser Stelle vermisst man die Charaktere aus Orcs Must Die Unchained, die jedem Charakter allein durch sein Design und Fähigkeiten mehr Hintergrund verlieh. Was hingegen vom direkten Vorgänger übernommen wurde, ist der Chaos-Modus. Hier habt ihr 5 Runden lang die Wahl zwischen 3 verschiedenen Modifikatoren, die das Spiel negativ beeinflussen. Orks mit doppelt so vielen Leben oder gegnerische Blitzimmunität sind nur 2 Beispiele, wie das Spielgeschehen spannender gestaltet wird. Noch während seiner Stadia-Exklusivität bekam Orcs Must Die 3 den DLC Drastische Schritte spendiert, der eine Geschichte rund um Max oder Gabby präsentiert und nun in allen anderen Versionen von Anfang an Teil des Pakets ist. Ein Wiedersehen gibt es jedenfalls mit dem Endless-Modus, in dem ihr euch ziemlich selbsterklärend so lange gegen Orks verteidigt, bis der letzte Rift gestürmt wird. Von den Wiederholungstätern geht es direkt zu den Neuerungen von Teil 3. Besonders hervorzuheben sind die Kriegsszenarien, die auf die Macht der Masse setzen. In 5 Wellen gilt es, bis zu 500 Gegner gleichzeitig abzuwehren. Eine durchschnittliche Runde dauert hierbei gut und gerne doppelt bis dreimal so lang. Alles in allem ähnelt dieser Modus, trotz der neuen und größeren Fallen, jedoch den bereits etablierten Endlosszenarien. Sämtliche Modi könnt ihr übrigens auch im Koop mit einem Freund spielen. Fallen zu kombinieren und sich abzusprechen ist nochmal eine ganze Ecke launiger. Eine vertane Chance liegt hier im herabgesetzten Spielerlimit von 3 auf 2 im Vergleich zum Vorgänger. 4 Spieler wären sogar eine interessante Weiterentwicklung gewesen, gerade bei den größeren Spielmodi. Orcs Must Die 3 überrascht positiv mit seiner Rückbesinnung auf die alten Teile der Reihe, versucht aber trotzdem etwas neu zu machen. Das Setting bzw. die Story sind nett, weniger überzeugen können neue Charaktere, die wusste der Vorgänger besser zu handeln. Die neuen Fallen sorgen für jede Menge Experimentiermöglichkeiten, die Auswahl an Modi wirkt in sich rund. Nach dem verhaltenen Feedback zum Vorgänger merkt man dem Entwickler Robot Entertainment seine Zurückhaltung aber spürbar an. Den alten Teilen steht Orcs Must Die 3 allerdings in nichts nach.